Saubere Energie ganz ohne schädliche Emissionen, so soll Deutschlands Zukunft aussehen. Immer mehr Windkraftanlagen und Solarparks schießen aus dem Boden. Doch immer mehr Deutsche meinen, die Energiewende habe ihre Schattenseiten. Der Nachteil ist, also Solar wird sehr viel Platz benötigt. Windkraft ist ja das Problem, dass man halt wirklich in die Landschaft halt schaut und nur halt Windräder sieht. Na, ich vermute mal, dass es teurer wird. Also für den Otto-Normalverbraucher. Ist einfach zu teuer. Ich muss zahlen ohne Ende. Ja, ist so. Als größten Nachteil der Energiewende sehen 52% der Deutschen die steigenden Energiepreise. Eine Verschandelung der Landschaft bemängeln 13% und 10% glauben, dass die Technik zur regenerativen Energiegewinnung noch nicht ausgereift ist. Trotzdem halten die meisten Deutschen den Atomausstieg und den Ausbau der Erneuerbaren für richtig. Ich finde, das ist die Sache wert, wenn man vor allen Dingen an die zukünftigen Generationen denkt. Also ich stehe da voll hinter. Über 80% der Deutschen sind mit den Zielen der Energiewende grundsätzlich einverstanden.